Robert Pires. Wenn ich auf rechts sich kriege, gehe ich eben mal nach links und schon kann er Lizarazu schicken. Der Bayer mit Platz und Zeit. Und da ist es passiert. Thierry Henry, Frankreich führt mit 1:0 sein 25. Länderspieltor, beklatscht von seinem Nationaltrainer Jacques Santini. Aber entscheidend, dass die rechte deutsche Abwehrseite da offen war. Friedrich war vorher ausgerutscht. Lizarazu hat alle Zeit der Welt. Friedrich ist hinten. Und Nowotny verliert das Kopfballduell gegen Thierry Henry. Keine Chance für Oli Kahn. Viel Bundesliga-Prominenz hier heute in der Schalke Arena. Thierry Henry, mein Gott, hat er den Ball mitgenommen. Und den Wörns da vernascht. Thierry Henry in der Mitte ist Trezeguet. Er sieht den 2:0 für die Franzosen. Aus deutscher Sicht 0:2. Und das war Weltklasse, wie Thierry Henry da den Ball mitgenommen hat. Da waren sie hinten überhaupt nicht organisiert. Wörns lässt sich da wirklich vernaschen von Thierry Henry. David Trezeguet mitgelaufen, mitgedacht. Zidane, toller Pass. Und da ist das 3:0. David Trezeguet. Sein 28. Länderspieltor im 48. Spiel. Und inzwischen applaudieren nicht mehr nur die französischen Fans. Das muss man neidlos anerkennen, das ist großer Fußball. Und da ist sie dann eben einmal in Strafraumnähe gewesen. Und was für ein Zauberpässchen. Wieder von Henry eingeleitet. Und das geht dann einfach alles dann doch ein Tick zu schnell, rein gedanklich, für die deutsche Abwehr. Der zweifache Torschütze Trezeguet verlässt sofort danach das Feld. Es kommt Sidney Gouvou von Olympique Lyon. Er ist sowas wie die Zukunft.